Zeige ich heute, wie man eine ganz einfache Wischtechnik machen kann. Ist eine ganz alte Malertechnik, deswegen dachte ich mir, zeige ich euch das mal. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man es machen kann. Entweder man kauft sich eine Lasur, wie es ich gemacht habe in meinem Fall, oder man mischt sich die Lasur selber an. Es gibt jetzt verschiedene Art und Weisen. Entweder man mischt die sich selber an mit Wasser, also verdünnt Farbe mit Wasser, dann hat man quasi auch eine Lasur. Lasur heißt ja eine niedrig pigmentierte Farbe eigentlich. Und man kann es aber auch ganz gut mit Kleister machen, dass man Kleister einfärbt mit Mixol. Da hat man fast denselben Effekt wie wir jetzt mit unserer Lasur. Und zwar habe ich mir eine Deko-Lasur gekauft, eine transparente. Und die werden wir dann mit Mixol einfärben. Das heißt, wir nehmen uns da ein bisschen was raus. Das ist so eine transparente Milch, sage ich jetzt mal. Das ist schon so kleisterähnlich. Deswegen könnt ihr das auch ganz gut mit Kleister machen. Können wir vielleicht auch mal ein Video machen, wie man eine günstige Wischtechnik macht. Wir machen es jetzt damit und damit bekommt ihr auch die besten Ergebnisse. Ich nehme jetzt ein bisschen was von meiner Lasur raus. Reicht, denke ich. Dürfen wir uns nur nicht zu wenig rausnehmen, weil wir sonst, wenn wir den Farbton anmischen, das dann nicht mehr perfekt nachmischen können. Deswegen mache ich jetzt ein bisschen mehr lieber. Gut. Die Lasur nehme ich jetzt und färbe die ein. Dafür habe ich mir Mixol gekauft. Ich dachte mir, heute machen wir mal so einen Orangeton. Finde ich, glaube ich, ganz cool. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Kauft euch da alles Mögliche. Ich glaube, das kann man sogar einfärben lassen. Direkt gibt es auch vor Dinova und vor Alligator eine gute, transparente Lasur. Fragt einfach mal bei euren Fachhandel. Ich verlinke euch aber auch mal eine geeignete dafür. Gebe ich ein bisschen Orange dazu und taste mich jetzt an den Farbton ran. So, das wird jetzt eher so gelblich. Da ballern wir noch ein bisschen was rein und auch ein bisschen braun, dass es ein bisschen dunkler wird. So, das reicht. Schaut schon richtig gut aus, finde ich. Jetzt machen wir noch ein bisschen Orange rein. Braun reicht. So, ich denke, das ist ein ganz cooler Farbton, den wir jetzt dahin machen können. So, das wäre eigentlich jetzt schon das Schlimmste geschafft, sage ich jetzt mal, dass ihr euren schönen Farbton anrührt. Und zum Auftragen der Wischtechnik nehme ich eine Bürste, die habe ich auch schon eingearbeitet, weil, ganz wichtig jetzt, ich habe die Fläche hier davor schon mal transparent einmal überzogen, damit wir keine Ansätze bekommen. Das ist wirklich wichtig bei so einer Wischtechnik, weil wir immer Stück für Stück machen, wir sind relativ langsam dabei. Deswegen schaut, dass ihr die Saugfähigkeit des Untergrundes nehmt, indem ihr einmal die Lasur schon auftragt oder ihr streicht einmal mit einer Latexfarbe, Nassabriebsklasse 1 Farbe vor, dann könnt ihr euch den Schritt sparen und spart sogar auch noch Kosten. Aber ich mache es jetzt so, weil mir das so besser gefällt. Habe es einmal vorgestrichen, jetzt kann ich direkt mit der Lasur drauf gehen. Wichtig ist jetzt, dass wir Stück für Stück arbeiten und immer so Wischer in die Fläche machen und wirklich schauen, dass wenn wir jetzt hier eine Fläche machen, dass wir dann halt immer wieder die Ansätze abarbeiten, damit wir wirklich dann halt ein schönes gleichmäßiges Bild bekommen. Ich habe übrigens hier einmal mit dem Kipp 3301 abgeklebt. Das ist Ultra Sharp. Das heißt, wir haben jetzt schon einmal vorgestrichen. Jetzt ist die Kante gefüllt, weil das ein Granulat an der Rückseite hat. Und wir bekommen somit eine richtig scharfe Farbkante. Und obenrum habe ich mit dem Washi-Tec Masker abgeklebt. Mit dem kurzen, ich weiß gar nicht, wie viel Millimeter das hat. Ich glaube 55 Zentimeter. Und das lädt sich dann statisch auf. Und somit können die Decke angrenzende Wände nicht verschmutzt werden. Jetzt fangen wir mal an. Sieht irgendwie aus wie die Currysoße vom Burger King. Wir dürfen da jetzt nicht zu viel Material nehmen. Wirklich, ja, das ist schon fast zu viel, sage ich jetzt mal. Wirklich nur die Spitze eintunken. Und derzeit auch schön von der Decke und von der Wand wegarbeiten. So. Wenn ihr jetzt keine Bürste kaufen wollt, könnt ihr es auch mit einem sauberen Staubbesen zum Beispiel machen. Und ihr seht, ich mache wirklich so Schläge. Und zwar nicht so große, sondern ich mache für wirklich so kleinere, gleichmäßige Schläge. Und da kommt der Effekt dann auch wirklich cool raus. Also es soll so einen wolkigen Effekt zum Schluss geben. Und da muss man wirklich nicht viel Druck nehmen, sondern kann da wirklich ganz entspannt drüber gleiten, weil wenn man zu viel Druck macht, dann nimmt man sich zu viel Material von der Wand wieder weg.
Und das wollen wir auch nicht. Und ihr seht, das ist eigentlich wie wenn man die Oberfläche streichelt, weil man wirklich mit so wenig Druck arbeitet. So, und jetzt fange ich wieder hier an, weil wir hier jetzt halt einmal hier angefangen haben. Jetzt fangen wir hier weiter an, dass wir wirklich ansatzfrei arbeiten. Und das ist auch egal, was für einen Untergrund ihr habt bei der Technik. Ihr könnt einen glatten Untergrund haben, da könnt ihr einen rauen Untergrund haben, da könnt ihr eine Putzstruktur haben. Also natürlich geht es am besten, wenn man jetzt eine glatte Wand hat. Danach würde ich sagen, auf so einer gefilzten Oberfläche, wenn Haare drin sind von der Bürste, dann natürlich rausmachen, weil die wollen wir nicht drin haben in unserer Optik. Da muss man wirklich mit ein bisschen Gefühl arbeiten und auch ein bisschen das Auge dafür haben, wo man noch einen Schlag macht, wo man keinen Schlag macht. Aber das kann man auch ganz gut einfach mal auf einer Holzplatte üben, die einfach weiß streichen und dann testen. Und dann kriegt man das eigentlich relativ schnell rein. Ich schaue jetzt, dass ich hier unten fertig werde, dass ich dann wirklich immer nur noch hoch, runter machen kann. Aber natürlich auch nicht vergessen, dass wir da oben auch immer wieder die Wischtechnik fortführen müssen, weil wir sonst Ansätze bekommen. Deswegen mache ich jetzt immer so wechselhaft das Ganze. Macht immer wieder den Ansatz frisch und gehe dann wieder runter und schaue, dass ich da unten schön in die Ecke herankomme. Und dann muss man wirklich schnell sein und auch einfach kontinuierlich durcharbeiten. Das tut zwar ein bisschen in den Armen, merkt man es dann, aber es lohnt sich dann, wenn die Fläche wirklich schön ansatzfrei und gleichmäßig ist. Und macht wirklich immer dieselbe Bewegung, dass ihr ein schönes, gleichmäßiges Bild habt. Wenn ihr das zu zweit macht, könnt ihr auch machen. Dann müsst ihr euch davor absprechen, wie ihr die Schläge macht. Vielleicht dann auch einfach mal auf einer Platte testen. Oder ihr stimmt euch direkt beim ersten Stück an der Wand ab, wie ihr es machen wollt. Und dann könnt ihr das zu zweit auch machen. Es gibt auch eine andere Möglichkeit, wenn man es zu zweit machen will. Und zwar, dass man immer so fleckenhaft macht. Zum Beispiel, ich zeige es so, hier so. Und dann füllt der andere quasi immer wieder die Flecken aus. Und dann irgendwann habt ihr dann auch ein gleichmäßiges Bild. So kann man das zum Beispiel bei so venezianischen Spachteltechniken machen, damit man schön gleichmäßiges Bild bekommt. Oder halt eben auch hier bei so einer Wischtechnik. Und ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so für Malertechniken, alte, vielleicht mal sehen wollt. Also ich hätte noch im Angebot einmal Wickeltechnik, Stupftechnik. Wir haben noch so alte Rollen. Da kann man so Muster auf die Wand rollen. Das ist auch ganz spannend. Das haben wir mal im Haus von meinem Opa, sein Opa, gefunden. Also der hat das mal früher benutzt auf seinen Baustellen. Und wir haben das tatsächlich auch einmal verkauft bei einem Kunden. Und schaut wirklich cool aus. Also ist zwar jetzt nicht mehr so zeitgemäß, aber es ist eine coole alte Malertechnik und darum geht es ja auch. Ich sag mal, das ist noch die modernste von den Techniken, die von früher gibt. Also von Wickeltechnik, Stupftechnik und Wischtechnik ist das schon auch die coolste, die wo man jetzt auch noch ab und zu mal in einem modernen Wohnzimmer findet. Oder auf Tun haben wir das zwar nicht so getroffen, aber dafür ist es ein bisschen gelb. Hätten wir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Orange reintun müssen. Aber gut, so sieht es jetzt auch nicht schlecht aus, ne? Wahrscheinlich ist es am besten, einfach mal den Farbton davor nochmal auch auf einer Musterplatte zu testen. Also ihr seht schon, übt es davor einfach mal. Beziehungsweise macht euch Farbmuster mit euren Lasuren. Dann habt ihr auch wirklich die Sicherheit, dass ihr das Ergebnis bekommt, das ihr euch wünscht. Ich bin jetzt komplett fertig mit der Wischtechnik und ich finde, es sieht schon richtig, richtig cool aus. Also man hat auch wirklich ein ansatzfreies Bild. Wir machen jetzt die Klebebänder weg, einmal rundherum, dann schauen wir uns das Endergebnis an. Und für mich sieht es schon ein bisschen aus wie so eine venezianische Glättetechnik, nur halt in günstig von der Oberfläche her. Ich finde es richtig cool, mir gefällt es echt sehr gut. Schreibt mir in die Kommentare, wie es euch gefällt, ob euch auch der Farbton gefällt.
wie die Verarbeitung gefallen hat, wie ihr es vielleicht macht, ob ihr vielleicht andere Techniken habt, eine Lasur herzustellen und die zu verarbeiten. Ich würde sagen, war ein gelungenes Video. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, um sowas nicht mehr zu verpassen. Und schreibt in die Kommentare, welche Malertechnik wir als nächstes machen sollen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Euer Tobi, macht's gut. Ciao.